Jetzt hat der Kräuterpfarrer Künzli eine Heimat bekommen. Hier im alten Pfarrhaus zu Filters, gerade bei der Kirche. Wenn jemand nicht gut zu Fuß ist, kann man hier bequem von gerade herlaufen. Und wenn jemand sich möchte sportlich betätigen möchte, ja, dann kommt er von unten rauf, nimmt ein paar Stegentritte unter die Füße, schaut ab in die Landschaft. Und wenn es ihm dann nicht gut geht, ja, er kommt dann eben ins Kräutermuseum rein. Und da gibt es sicher etwas. Beim Eröffnungstag sind schon ein Haufen Leute gekommen. Und der Präsident vom Pfarrer Künzli-Verein, der Louis Hüppi, kann aus dem Vollen schöpfen. Er hat sich unendlich oft mit dem Pfarrer Künzli beschäftigt. Und darum hat ihn Guido Städtler für Rheinwelten TV auch gelöchert. Bei mir ist der Präsident vom Pfarrer Künzli-Verein Wangs, der Louis Hüppi. Er ist das Treibrad von dem ganzen Unternehmen, sage ich jetzt einmal. Und der Pfarrer Künzli hat ja in Wangs praktiziert. Warum jetzt das Museum in Filters? Also, wir haben 2005 den Verein gegründet. Und wir haben dort schon immer gesagt, wir möchten gerne ein Museum. Und haben eigentlich immer ein bisschen aktiv herumgeschaut, auch auf der Gemeinde das gesagt und so weiter. Das ist einfach nicht gekommen. Und es musste am Weg sein, mindestens am Weg vom Thema weg sein. Und dann hat es sich einfach einmal dann ergeben, dass das Pfarrhaus leer gestanden ist, weil der Pfarrer gestorben ist. Und dann haben wir angefragt, den Kirchenrat, und er hat dann zugestimmt. Der Gemeindepräsident Bernhard Lehnherr hat vor 2 Tagen Folgendes gesagt, der Voreröffnung: An vielen Orten zieht der Pfarrer aus dem Pfarrhaus, und da ist der Pfarrer eingezogen. Was hat er mit dem gemeint? Ja, einfach der Pfarrer Künzli, oder? Der ist zwar zwangsbeerdigt, aber jetzt sein Leben, seine Biografie findet jetzt hier eben im Pfarrhaus statt. Und warum dieses Thema Museum? Ja, das Problem ist immer, der Pfarrer Künzli geht langsam in Vergessenheit, weil die alte Generation halt langsam stirbt. Und die Jungen haben wenig oder gar keine Ahnung vom Pfarrer Künzli. Und dabei ist er in den 30er Jahren und 40er Jahren eine grosse Kapazität gewesen. Kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben? Kapazität, der ist ja nicht nur hier im Raum Wangs, Filters, oder im ganzen Land bekannt war, sondern noch viel weiter herum. Ja, also gelebt hat er natürlich im ganzen Bistum St. Gallen. Das ist ungefähr der Kanton St. Gallen. Und 1920 ist er dann von Wangs nach Zitzers gezügelt und hat dann dort eigentlich nur noch Kräuterpfarrer ist er dort gewesen. Und dann ist er eigentlich dort ist er weltbekannt worden. Und ja, das ist dann die Leute sind gekommen und haben ihn besucht und er hat einen Rotschlag geben und dann nachher einen guten Erfolg gehabt. Ist der Pfarrer Künzli eine Art ein Arztersatz gewesen? Ja, das kann man so sagen, ja. Es hat Ärzte rum gehabt und die Fähigkeiten des Pfarrer Künzli ist eben, er hat den Menschen angeschaut und hat gerade können sagen, was der braucht. Und weil er ja dann eine sehr gute Kräuterkenntnis gehabt hat, hat er den Leuten auch immer können sagen, welches Pflänzchen oder welchen Tee das sie sollen trinken oder was auch dann immer. Aber immer alles Naturprodukte. Wie ist er denn zu diesen Naturprodukten gekommen? Also der erste Eindruck war so, dass er in der Kindheit mit dem Vater jeweils, sie hatten in St. Gallen ein Bauernheim, und dann ist er mit dem Vater gegangen und hat dort, die Pflanzen kennengelernt. Der zweite Punkt ist, er ist in Einsiedeln, hat er Matura gemacht und dort war der Botanikprofessor Ludwig gewesen. Und in den Klöstern haben sie ja dann am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag einmal frei gehabt. Und dann sind die Patres mit den Studenten ein bisschen spazieren und er ist dann vor allem mit dem Pater Ludwig gegangen und der hat dann sehr viel erklärt. Der nächste Punkt ist, er ist immer sehr in abgelegenen Gemeinden gewesen, wo also der Arzt vielleicht
zwei, drei, vier Stunden weg war. Dazu mal hatten wir ja kein Auto, sondern wir mussten zu Fuß oder mit dem Ross und Wagen gehen. Und dort hat er einerseits hat er von den Leuten, was die Leute machen, wenn sie das und das haben. Andererseits hat er es aber auch von den Tieren abgeschaut. Was machen die Tiere, wenn es ihnen nicht wohl ist? Und hat dann das eigentlich eins zu eins so übernommen und vor allem hat es dann bei sich selber ausprobiert. Und der nächste Punkt ist, in Herisau hat er das Buch vom Tabernanomi ergattet und hat dann das studiert. Das Buch ist mehrere Kilo schwer und so dick ungefähr. Und das hat er studiert in Herisau und ist mit dem Wissen dann 1908 ist er dann nach Wangs gekommen und da hat er eigentlich angefangen Patienten zu empfangen und hat es dann erweitert dann in Zitzers. Er hat ja selber auch Bücher rausgegeben. Ja, also das erste Buch war Kraut und Unkraut 1911 und gleichzeitig aber auch noch der Kräuteratlas. Kraut und Unkraut war, damit man eben die Krankheiten, die es hat, leicht beschreiben kann und dann nachher, was man für Kräuter nehmen kann. Und der Kräuteratlas war, damit man, wenn man sammeln geht, dass man das Büchlein mitnehmen kann und anschauen, ist es jetzt die richtige Pflanze oder nicht. Und weiter geht es dann 1918. Da hat er dann noch den Pfarrer Künzli Volkskalender das erste Mal rausgegeben. Das zweite Mal ist er dann 1922 rausgekommen und nach einem halben Jahr bis 1974. Wir stehen hier vor einem Brief vom Papst Leo vom 13. Warum hat er den Brief bekommen? Ja, der Pfarrer Künzli hat ihm persönlich geschrieben. Und hat ihm erklärt, was er machen soll, weil er gewusst hat, wie der Papst Leo der 13. gesundheitlich zu Weg ist. Und dann hat dann der Papst zurückgeschrieben. Der Brief ist ja in Latinisch geschrieben. Und nach St. Gallen adressiert, wie ich sehe. St. Gallum. Ja, ja, also es ist alles Latinisch geschrieben, aber er ist auf Amden gekommen. Also der Brief ist auf Amden gekommen, weil er von dort aus auch geschrieben hat. Und er hat ja dann eigentlich in Amden schon sehr viel korrespondiert mit allen möglichen Zeitungen und so weiter und eben unter anderem zum Papst. Gehen wir noch auf ein anderes Thema ein. Im Untergeschoss von dem Museum hat es ja so Sudhäfen. Die Sudhäfen haben wir ja von Wangs hierher transportiert. Beschreib uns zuerst mal den Transport und nachher für was dass die in Wangs gebraucht worden sind. Also vom Transport her, wir haben es dort ist umgebaut worden und wir haben dann die Gelegenheit gehabt, die rauszubauen. Das war allerdings eine grössere Arbeit gewesen. Aber mit vereinten Kräften haben wir dann das geschafft. Und weil es eben dort gerade am Umbau waren, hat es auch noch einen Kran gehabt. Und dann haben wir das prima können auf den Lastwagen tun und hier nach Filters führen. Da haben wir es zwischengelagert im alten Feuerwehrdepot. Mit Hilfe der Maschinen von der Gemeinde. Da haben wir dort schön eingelagert und haben es dann auch wieder dort rausgeholt mit Hilfe der Gemeinde. Und haben dann das via Lastwagen und Kranen hier in den Raum hineingeführt. Und für was sind die gebraucht worden? Also, das Bad Wangs ist 1914 eröffnet worden. Und die Sudhäfen, das sind die, dort hat man den Tee gemacht und im Tee hat man gebadet. Und es hat 10 Badräume im Kurhaus und wir konnten in dem Tee rein, 8 bis 24 Minuten baden. Das war nach Kurarzt vorgeschrieben gewesen. Und was immer im Tee rein hatte, war Farn. Farn ist für, also gegen Entspannung, für die Entspannung. Und das hat dann das
Wasser auch schwarz gemacht. Wir haben das in einem schwarzen Tee hineingebadet. Ist mir nachher auch schwarz rausgekommen? Nein, das ist mir nicht. Nein, nein, nein. Und nach dem Bad hat man dann eine Massage bekommen und dann ist man zum Morgenessen. Wir haben also sehr früh angefangen, wir haben etwa um 6 Uhr angefangen, die so baden. Die nicht haben können, gut runterlaufen, die hat man runtergetragen oder wir haben Wickel gemacht. Wie lange waren die Leute eigentlich in diesem Kurhaus denn? Also mindestens musste man 3 Wochen bleiben und höchstens 6. Das ist also immer die 3 und 6 ist immer also eine Kurzeit, oder? Du hast vom Kurarzt geredet. Ist der Kurarzt der Pfarrer Künzli gewesen, der die Bestimmungen erlassen hat? Jawohl, zuerst, als es also eröffnet wurde, bis 1920, war es der Pfarrer Künzli gewesen. Und nachher hat das der Neffe von ihm übernommen. Der war dann aber Mediziner gewesen. Woher sind denn die Kurgäste gekommen? Ja, aus der ganzen Schweiz. Und es ist so, die noblen Kurgäste waren in Bad Ragaz und die weniger noblen, der Mittelstand, war in Wangs. Der Erfolg war aber mindestens gleich, wenn nicht noch besser in Wangs. Spricht für Wangs und gegen Bad Ragaz, aber heute ist das ja umgekehrt. Ja, okay. Die Öffnungszeiten von dem Museum? Das ist immer im 1. und 3. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr. Ich gehe auch davon aus, dass eine Gruppe zu anderen Zeiten umführt. An wen kann man sich denn wenden? Die Gruppe, selbstverständlich, da kann man den Termin bestimmen. Und die können sich an mich wenden oder per Internet. Wir sind jetzt in der Apotheke, die wir hier eingerichtet haben. Der Zweck von dieser? Ja, einfach der Übergang von der Pflanzenkunde zur Pflanzenheilkunst. Und heute ist es ja so, dass die Pflanzenheilkunst wieder verbreitet, beliebter wird. Und das haben wir jetzt hier dargestellt, mit all den natürlichen Heilmitteln, die wir hier haben. Und ja, das ist eigentlich ganz ein sehr schöner Raum geworden. Natürlich immer rückblickend zum Pfarrer Künzli. Ich denke, es schmeckt auch so nach bestimmten Kräutern. Kann man die auch quasi vor die Nase heben? Ja, man kann die vor die Nase heben. Wir haben dort haben zum Beispiel ganz klar so Duftfläschchen, wo man kann, also riechen dran und dann kann man sagen, ja, das ist das und das und das. Wir stehen hier jetzt vor einem Tisch voll Produkt. Ich habe die auch schon gesehen an verschiedenen Märkten, in Wallenstadt, in Wesen, wo du die Produkte verkaufst, im Namen von dem Pfarrer Künzli-Verein. Was gibt es da alles? Ja, also einerseits gibt es einen Haufen Teesorten vorne dran. Dort. Dann haben wir verschiedene, für verschiedene Wehwehli und andere Krankheiten. Dann haben wir hier Sirup, wo wir dementsprechend auch angeschrieben haben, für was dass es gut ist. Also zum Beispiel der rote Alpenholunder-Sirup, der ist anregend. Und dann der Mädensüß ist aufregend. Und der Goldmelissen-Sirup ist beruhigend. Dann haben wir hier Teemischungen. Und einen nehme ich daraus, der Grippetee. Der Grippetee, das Rezept stammt von 1918, wo die spanische Grippe ausgebrochen ist. Und der Pfarrer Künzli hat ja in Wangs dann gesagt, der Bevölkerung, sie sollen den Tee trinken. Und die Bevölkerung hat das gemacht. Darum ist auch niemand gestorben ab dieser Grippe. Weltweit sind ungefähr 100 Millionen Leute gestorben. Dann haben wir hier verschiedene Bücher, unter anderem Kräuteratlas, wo wir ja 1912 der Pfarrer Künzli eröffnet hat, also gedruckt hat, und das Kraut und Unkraut. Dann haben wir noch dort hinten haben wir noch Salben für alles Mögliche und Tinkturen. Der Pfarrer Künzli hat ja mit diesen Produkten Erfolg gehabt und hinter uns hängen ein paar so Schreiben. Erzähl uns noch ein bisschen über das. Ja, also früher
ist man auch ein bisschen dankbarer gewesen als heute. Heute meint man, wir können mit dem Geld alles machen, aber die Gesundheit kann man halt Gottes Namen nicht immer kaufen. Und da hat der Pfarrer Künzli, weil er Gäste, also die Patienten empfangen hat und kein Geld verlangt hat, sondern die haben können, haben etwas gegeben, die anderen haben das gratis bekommen. Und da hat es natürlich einige Dankesbriefe, also die Leute sehr dankbar waren, dass sie erstens haben dürfen, zum Pfarrer Künzli sich zeigen und zweitens, dass es eben geheilt hat. Also er hat wahnsinnig viel Heilerfolg gehabt. Das ist Laura Hänsler. Sie ist Gestalterin von dem Museum. Wie bist du zu dem Auftrag gekommen? Das ist, glaube ich, noch ganz spannend. Ich habe vor rund 10 Monaten eine Mail bekommen von Maxi Kreuz, der Kuratorin dieser Ausstellung, mit dem Betreff Anfrage. Und dann habe ich das Mail aufgemacht und darin ist eben gestanden, dass sie ein neues Projekt am Start hat, hier in Filters. Und dass sie mich gerne als Szenografin und Gestalterin hätte für die Ausstellung. Und sie hat im Anhang noch ein paar Bilder mitgeschickt von den Räumlichkeiten. Und ich war seit der ersten Minute Feuer und Flamme für das Projekt. Eben nicht nur, weil ich irgendwie den Künstler als Figur und als Ikone sehr spannend gefunden habe, sondern auch, weil mich irgendwie die Räume angemacht haben, so etwas aus denen machen. Und jetzt, 10 Monate später, stehen wir hier in diesem Museum. Genau, so ist das. Die 10 Monate, das ist ja wahnsinnig kurz. Und was da entstanden ist, ist ja gewaltig. Wie ist das passiert? Wir haben uns dann relativ rasch nach dem Mail hier getroffen vor Ort und haben dann eigentlich schon relativ rasch angefangen, Themen zu verteilen. Immer sehr bilateral, was wollen wir überhaupt machen, was haben wir für Material, was haben wir für Möglichkeiten. Und dann ist das eigentlich so Schur an Schur entstanden und auch relativ spontan und es sind dann immer mehr Sachen dazugekommen und es ist wirklich so ein Prozess, wo wir einfach miteinander geredet haben und geschaut haben, was ist möglich, was nicht, was ist spannend und attraktiv zum zeigen und was nicht. So, genau. Haben Sie denn all die Sachen, die irgendwo archiviert waren oder vorhanden waren, können da jetzt wieder einbauen? Wir mussten relativ viele Reproduktionen machen, weil die Originale einfach nicht möglich waren, die auszustellen. Also zum Beispiel an dieser Wand eben die Zeitungsausschnitte von diesen Initiativen, die wir einfach reproduziert haben. Zum Beispiel auch den Pass von Johann Künzli, wo wir einfach eine Reproduktion gemacht haben. Also ich muss sagen, wir haben relativ wenig Originalobjekte, sehr viele Reproduktionen, aber es ist auch cool, dass man das wirklich dann anlangen kann. Man kann damit arbeiten, man kann es durchblättern und das ist so ein bisschen mehr zum Spüren, als dass man es einfach nur anschauen kann, hinter Glas, sondern es ist wirklich ja, so eine Erlebnisausstellung mehr. Genau. Wir stehen ja jetzt hier quasi am Eingang zum Sprechzimmer von Pfarrer Künzli. Es hat ja verschiedene Räume. Wie sind die thematisch aufgegliedert? Wir haben wirklich versucht, eigentlich ein Künstler seine verschiedenen und sehr diversen Lebensstationen zu inszenieren. Das fängt eben auch bei der Kindheit. Es hat eine alte Schulbank, wo man sich ansetzt, in diesen alten Schulbüchern blättern. Dann geht es über zum Künstler als Priester, bis hin zum Künstler als Kräuterpfarrer schlussendlich. Und da sind wir eben im Wartezimmer und das ist auch so ein bisschen eine spielerische Art, um eigentlich das Wartezimmer zu inszenieren. Es hat dann da ein Wandtelefon, wo man kann den Hörer abnehmen und so einer Originalkonsultation kann lauschen. Also es ist sehr so ein bisschen spielerisch, fein, subtil eigentlich, genau. Ist es ein Museum für alle Generationen? Es ist ein Museum für alle Generationen, definitiv. Was wir noch speziell haben, wir haben eine Kinderspur oder besser gesagt eine Familienspur entwickelt. Das ist ein kleines Büchlein, das man mitnehmen kann auf den Rundgang. Und dann eigentlich jedem Raum passend zum vermittelten Inhalt kann Aufgaben lösen. Und das ist wirklich gedacht als Familienaufgabe. Also es ist wirklich ein Büchlein für mehrere Generationen. Und ich glaube, auch die Ausstellung spricht durchaus mehrere Generationen an. Das ist uns auch sehr wichtig gewesen. Wie hast du dich denn ins Thema Künzli eingeschafft? Du bist ja nicht aus dem ganzen Land oder aus Filterswangs. Ich habe natürlich viel von der Maxi mitbekommen, von der Kuratorin. Sie hat mir sehr viel erzählt. Ich habe dann natürlich auch durch das, dass ich mit dem Material geschafft habe, mit diesen Scans und Reproduktionen, mich ein bisschen eingelesen. Und so ist das einfach nach und nach gekommen. Natürlich auch mein persönliches Interesse. Wie gesagt, ich habe den Künstlern sehr spannend gefunden, auch die ganze Naturheilkunde sehr spannend gefunden, weil die eben auch so ein bisschen Vergessenheit geraten ist. Und ich finde das persönlich extrem schön, dass man das wieder so ein bisschen jetzt bringt und das wieder zelebriert. Von dem war es auch so eine persönliche Motivation, dass ich da mir das Wissen aneigne.